Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind bei Micro Machines 1 and 2 auf dem Game Boy Color. Und ja, es gibt auch Teil 3, notfalls. Und Codemasters steht ja eigentlich immer für Qualität in gewissen Gebieten. So. Spider, natürlich. Challenge. So, erstmal Steuerung lernen. Oh, sieht doch okay aus. Wie, nur eine Runde? So. Okay. Er hat einen eigenwilligen Bart. Schmeißen wir dann raus. Sherry schmeißen wir raus, natürlich. Shen schmeißen wir raus. Annie, weg. Können alle nix. So, guter alte Küchentisch. Schnell. Und quietscht gut. War so klar. Das war so klar. Boah. Der slidet. Der hat kein Allrad. Boah. Boah. Alter, slidet der wie ein Bekloppter. Das ist unglaublich. Ja, war nicht so gut. War nicht so gut. Ja, machen wir nochmal, ich weiß. Leidet, der ist unglaublich. Du hast das Gefühl, als wärst du jetzt irgend so ein Drift King. Ihr hört das ja auch. Schlider. So, weg, 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 weg. Boah, Alter. Ist das schlimm? Boah, die krieg ich doch gar nicht mehr wieder eingeholt. Ne, das war's schon wieder. Das heißt, ihr wollt auch, also um den Haretto Slot Wünsche gleich mal zu nehmen. Das heißt, wir sollen auch mal alle Schlumpf-Games uns antun. Ist notiert. Es ist Tokyo Drift, genau. Hallo erstmal. Frohes Neues. Oh, Alter. Das ist ja unglaublich. Das geht doch gar nicht. Ihr hört das, ich mach nichts anderes, außer, ne, ich versuche schon gar nicht so viel Gas zu geben, weil dann driftet das noch mehr. Aber dagegen ist Ridge Racer ja, oh mein Gott, ey.
komm, 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 komm. Und jetzt ein bisschen beschleunigen. Und jetzt Glück haben. Yes! Meine Güte. Ja, da können wir alle gucken. Ja? Wer hat 2 Daumen und hat Skills? Gut, ich jetzt nicht, aber... Sportscar, was war das denn nochmal? Ach, die, stimmt, das ist genau die Strecke mit den Radiergummi. Und auch die Sportcars sind. Boah. Alter Schwede, ey. Also wer auch immer die vorher getuned hat. Bitte mach's nie wieder. Boah, ist das Wahnsinn, ey. Ja, ganz toll. Boah. Schlitter. My Micro Machines, ja genau. Genau. Als erstes brauchen die Micro Machines eine Mini PS5. Genau. Exhibit Style. Das Mini Bose System. Boah, ihr müsst euch vorstellen, das ist, als würde man hier auf Eis fahren. Das ist unglaublich. Ey, was haben die denn da gemacht? Ich meine, das ist für den Game Boy Color, ne? Stellt euch das mal wirklich im Handheld-Modus vor. Du kriegst doch da gar nichts hin. So, gleich kommt mal wieder die Schanze, ne? Genau, das haben wir hingekriegt. Boah, Alter. Sliding around the world. In 80 Tagen in 80 Tagen um die Rutsche. Oh. Das kann. Das war nicht gut, glaube ich. Oder habe ich noch Dusel? Wow! Das war knapp! Das war scheißen knapp. Das war scheißen knapp. Oh. Der Spieler da. Was ist das denn jetzt? Wieso bin ich jetzt so langsam? Die anderen sind so schnell und ich bin so langsam? Was ist denn jetzt los? Und ich slide auch mit einem halben Panzer. Natürlich. Der Drift King ist wieder zurück. Und es geht hier wahrscheinlich auch um Family. Boah, Alter. Bei der Öllache kann man es ja noch verstehen, aber sonst... In anderen Spielen würde ich ihn jetzt mit Pilzen bewerfen. Hallo Torti. Hallo Spielner. Frohes Neues. Ja, Rally Speedway war wirklich nicht gut. Das weiß ich noch. Wo sind die jetzt alle schon im Ziel? Was ich jetzt nicht so cool finde. Wo sind die denn alle? Hm.
Ich will jetzt nicht böse fragen, aber... Lassen die mich jetzt vielleicht alleine fahren? Sagen, komm, mach der, soll der Trottel das doch machen? Okay, das war's nicht. Komm, das machen wir noch. Komm, der einen Versuch, den hauen wir jetzt noch. Der geht bestimmt eh schief. Da, die sind viel schneller. Wie verrückt ist das denn? Jetzt haben wir aber mal den harten Mode, oder was? Hm. Jetzt komme ich nicht mehr dran, ne? Sind sie alle weg. Da ist einer. Ich hab dich gesehen. Jetzt häng ich. Alles klar. Ja. Du mich auch. Wisst ihr was? Das ist eine gute Gelegenheit. So. Dann machen wir einen guten Gag. Dann kombinieren wir mal Videos. Ich verrückter Typ. Dann hängen wir doch einfach mal Micro Machines 3 dran. Was kostet die Welt? So, neues Logo. Viel fanciger. Natürlich. Wie sagt der Herr Retter, wir nehmen Fonzi. Challenge-Modus. So, auf geht's. So, die Formel 1-Karre. Oh, mal gucken. Sieht grafisch gar nicht so... Sieht schlechter aus. Mal gucken, spielt sich denn aber besser. Also den Drift haben sie irgendwie gelassen. Den fanden sie irgendwie geil. Es ist grafisch echt schlechter geworden. Dafür bin ich bewaffnet. So, aber Qualifying brauche ich hier Gott sei Dank nicht. Ist auch nicht unbedingt... Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier live seht, aber du hast das Gefühl, es ist auch nicht gerade irgendwie FPS-freundlich. Also es ist kein Spiel, was man, glaube ich, in der Auflösung stundenweise zocken sollte. Ein Zylon-Raider. Süski, Grüße. Und natürlich ist klar, Drain ist immer dabei. So, Panzer. Panzer.
Das können wir ja. Panzer. Sieht noch grafisch, noch nerviger aus. Dafür, dass das... Aber dafür kann man schießen, das weiß ich. Und irgendwie nicht treffen. Oh, ging doch. Ich dachte schon, wir haben uns hier wohl so einen Stormtrooper inspirieren lassen. Mal ganz witzig. Der Panzer fährt sich gut. Völlig realistisch. Kann ich aber jetzt sogar die Power-Ups mitnehmen. Habe ja Zeit genug scheinbar. Ja, aber hakt euch mal ein bisschen. Power-Ups auch mitnehmen? Ne, nur einen, ne? Ja. Hui. Ja. Kaum mache ich Blödsinn, kriege ich aufs Maul. Das ist klar. Mist. Ja, yeah, erstes Periodensystem, genau. Da ist wieder die Regel. Wer bremst, verliert. Ja, Road Rash gibt's auch für den Game Boy Color. Ist auch gar nicht so Käse. So. Das ist total augenfreundlich. Oh Gott. Boah, das ist eine Framerate. Alter. Um einen Witz zu machen, der gar nicht alt wird, das ist ja schon fast Cyberpunk-Niveau, was die Framerate angeht. PS4-Spieler lachen gerade. Und sagen, nee, so gut war das nicht. Boah. Das ist überhaupt nicht augenfreundlich. Also, ich will jetzt nicht rumäumeln, aber ich glaube, das hat so die letzten Fähigkeiten aus dem Color gezogen. Da half auch nicht mehr die Käsereibe. Der Syski zieht schon wieder über den Tiger Azon her. Das ist ja unglaublich. Stell dir das Spiel ja einfach mal in Schwarz und Rot vor, dann hast du, glaube ich, genau das Gleiche. Boah. Alter! Genau, wie viel Maiskolben? Alle! Nein, Rally Speedway war nicht okay. Kam dir nur so vor. So, nächster Versuch. Die hässlichste Tischdecke seit, weiß ich nicht, Oma Jutta oder so. Oh geil, jetzt habe ich hier... Das macht die Sache noch augenfreundlicher. Alter. Alter, ist das augenfreundlich. Also manchmal war es nicht so schlecht, dass der alte Gameboy in Schwarz-Weiß war.
Boah. Ja, technisch auch Weltklasse. Auch da bleibt man hängen. Boah, es tut in den Augen so weh. Ich kenne euch. Ihr wollt doch sicherlich alle Micro Machine Sachen sehen. Ich kenne euch. Es gab doch auch eins, wo sie versucht haben, in die 3D-Perspektive zu gehen, ne? Ja, Mrs. Pac-Man ist großartig. Donkey Kong ist eine gute Idee, die du gerade lieferst. Fällt mir was ein, was wir gleich machen können. Komm, einen Versuch machen wir noch, wenn wir jetzt wieder voll auf der Fresse kriegen, dann reicht das auch. Oh, guckt euch das an, das geht völlig in die Knie. Und es ist ja grafisch jetzt nicht so opulent, da ist das eine Modul echt besser. Nackter Wahnsinn. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich rutscht man ab. Klar. Ist aber letzte Runde. Käsetoast war sein letztes Wort, richtig. Natürlich. Natürlich. Boah. Und wieder letzter. Ja. Egal. Das war Micro Machines auf dem Game Boy Color. Next. Wirklich next.